Hallo, grüß dich. Ich darf mich wieder mal melden, weil jetzt kurz vor den Wahlen hätte ich noch gern zu einem kriegen. Und zwar, mir ist total wichtig, dass der Kapuzinergarten, wie ihr seht, wo ich auch gerade bin, in unserem schönen grünen Park, da in Klasse, der erhalten bleibt und nicht sinnlos Steuergeld ausgeben wird für ein Museum, das was kein Mensch braucht, sondern das kann man besser nutzen für eine Sportzone oder für die Turnhalle oder es sind genug Sachen in Klassen, in Guffelhauen und da Lotz von uns verdingsen, was zu dem waren. Und ein Museum brauchen wir alle nicht, wollen wir zu 99% auch alle nicht. Und deswegen, wieso, wenn es ein paar Leute wollen, die was etwas zu sagen haben, wieso sollen wir noch das machen? Und genau deswegen habe ich auch noch sagen gewollt, dass, wenn es meine Welt, dass die auch die ganzen Beschlüsse, die was man, von dem was man nicht erfragt, wie zum Beispiel eben wegen dem Museum. Es ist genug Geld ausgegeben worden, schon bis jetzt. Ihren Leid von ein paar Leuten zahlen gehört, das sind mehrere hunderttausend Euro, was da schon reingeflossen sind und bis neu ist nicht passiert. Und ich hoffe auch, es bleibt so, dass nicht passiert und dass da auch kein Geld mehr reinkommt und für selbst, dass die mich noch einsetzen. Wie gesagt, ich darf da eben Beschlüsse öffentlich machen über unsere Instagram-Seite, über unsere Facebook-Seite und auch über YouTube, wie wir auch oben vielleicht das ein paar wissen es schon. Und ja, dass einfach mehr Bürgernähe mit mehr Informationen auch gemacht wird. Und dann kann das auch mit uns mitarbeiten, weil wir täten gerne unsere Partei wie größer machen, dass wir noch in Zukunft für jeden Dorf jemanden haben, der was uns mithilft, der was mit uns mitarbeitet und der was vielleicht auch kandidiert. Wir wären für alles offen, wir täten uns gerne, wir freuen uns, wenn sich jemand meldet. Und ja, das war es eigentlich von mir. Geht bitte in alle Wählen, Samstag, halt den Sonntag oder den Montag, weil das ist sehr wichtig. Nicht, dass sie sagen, ja, meine Stimme macht es nicht aus, jede Stimme macht etwas aus und dass wir da etwas verändern können, müssen wir einfach alle gehen, alle stark gehen und wenn wir etwas verändern wollen, dann einfach etwas anderes wählen. Danke, vielen Dank.